Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um kleine Konten plus Future Optionen. Kann man in einem kleinen Konto, was vielleicht nur 4.000, 5.000 Euro groß ist, kann man da Future Optionen handeln? Worauf muss man achten? Die Antworten jetzt im Video. Ihr wisst, wenn ihr das Buch gelesen habt, Optionsstrategien für die Praxis, da geht es ja ausschließlich um Future-Optionen. Und auch ich persönlich habe meine Optionskarriere mit Future-Optionen begonnen. Das lag einfach daran, ich kam ja aus dem Future-Bereich und deswegen war es ganz klar, dass ich natürlich auch sofort mit den Future-Optionen gehandelt habe. Jetzt stellt sich aber natürlich die berechtigte Frage, wie ist es denn, wenn ich ein kleines Konto habe? 4, 5, 6, vielleicht auch nur 10.000 Euro, kann ich denn da auch Future-Optionen handeln oder geht das nicht? Man muss natürlich als allererstes mal sagen, es gibt ja kein Gesetz, was euch vorschreibt, was ihr in welchem Konto tun könnt. Das heißt, wenn ihr ein Konto habt, sagen wir mal 5.000 Euro, ja, ihr habt ein Konto, 5.000 Dollar, das ist jetzt egal, machen wir Dollar, und ihr hättet jetzt einen Trade, irgendeine Future-Option, und diese Future-Option würde, sagen wir mal, 3.500 oder 4.000 Dollar Margin kosten, könnt ihr das in dem kleinen Konto umsetzen? Selbstverständlich. Ne? Also es wird euch niemand aufhalten, weder euer Broker noch ich noch sonst wer, wird sagen, nein, das darfst du nicht machen. Die Margin ist natürlich hier in diesem Beispiel auch gar nicht so das große Hemmnis für solch einen Trade, wobei ja die Margin schon einen Hinweis gibt, nämlich auf das Risiko. Das heißt, entscheidend ist es nicht, wie viel Margin du für diesen Trade hinterlegen müsst, sondern welches Risiko du eingehst. Und jetzt gehen wir mal von Folgendem aus. Stellen wir uns mal vor, wir hätten hier diese 5.000 Dollar und wir würden eine Future-Option verkaufen. Sagen wir mal, wir sehen eine besondere Situation im Erdöl. Erdöl ist vielleicht in einer Bewegung gewesen, die Volatilität ist sehr schön hochgegangen. Und jetzt gehen wir her und schauen uns an, okay, nach welchen Regeln verkauft man jetzt Future-Optionen? Jetzt sehen wir, okay, dann haben wir hier Delta 10 und wir würden mal angenommen für diese Crude Oil Option 500 Dollar bekommen. So, 500 Dollar Prämie. Wir setzen auch mal voraus, dass diese Option in diesem 5000 Dollar Konto handelbar wäre anhand der Margin. Also, dass man sagt, okay, die Margin ist eben so, dass wir diesen Trade reinbringen könnten. Und jetzt müssen wir uns natürlich einfach mal verinnerlichen, wie sind denn die Regeln beim Handel von Future-Optionen, zumindest wie sind unsere Regeln, also die, wie wir sie hier in unseren Webinaren, in unseren Coachings lehren. Und da gehen wir ja zum Beispiel von einer Regel aus, die ganz wichtig ist, und zwar nicht in dem Falle die Gewinnregel. Wäre natürlich super hier. Wir kaufen bei 20% Restwert, kaufen wir die Option zurück. Das heißt, bei 400 Dollar haben wir aus 5.000, 5.400 gemacht, 8% in einem Trade, großartig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wo ist denn unser Risiko? Und ihr wisst das, da gibt es doch diese 100%-Regel. So, und das heißt also, 100%-Regel, wenn sich diese Option verdoppelt, von 500 Dollar auf 1000 Dollar ansteigt, dann haben wir hier 500 Dollar Verlust. Und das würde doch dazu führen, dass dieses Konto gleich 10% im Minus ist mit einem Trade. Das ist schon mal ein sehr großes, ein sehr großer Einschnitt, wenn du mit einem Trade 10% deines Konto verlierst. Aber jetzt müssen wir noch sagen, okay, jetzt sind wir davon ausgegangen, dass wir hier auch ganz toll bei der 100%-Regel rauskommen. Meistens ist es doch aber auch so, man kommt nie genau bei 100% heraus. Mal ist es ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Aber es gibt doch auch diese Fälle, wo man eine Option sich deutlich verteuert. Und stellt euch einfach vor, wir wollen ja jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen mit Verzehnfachen oder so, aber so eine Option verdreifacht sich. Also aus den 500 Dollar werden jetzt 1500 Dollar und ihr müsst jetzt das zurückkaufen und habt jetzt hier schon statt 500 Dollar Verlust 1000 Dollar Verlust. Dann reden wir über 20% Verlust in einem einzigen Trade. Und das Problem ist an so einer Stelle natürlich, auf der einen Seite der Verlust, die 1000 Dollar, das tut weh, aber mental ist das natürlich ein Problem. Du machst einen Trade, denkst, hey, ich bin der große Held, und dann hast du 20% weniger auf dem Konto. Machst du das Ganze fünfmal, ist dein Konto weg. Fünfmal kannst du es gar nicht machen, weil die Margin nicht mehr langt. So, und jetzt sagen viele, da könnte ich doch aber eins machen. Dann gehe ich ganz weit weg und mache sogenannte
DOTM-Optionen. Das sind jetzt wieder DOTM-Optionen, ne? Deep Out of the Money Optionen. Das heißt, Optionen, die ganz, ganz weit weg sind, also die vielleicht nur ein Delta von 1 oder 2 haben. Und diese Optionen bringen mir vielleicht dann hier nicht $500 Prämie, sondern vielleicht nur $50 Prämie. So, $50 Prämie, ne, an einem ganz kleinen Delta hier irgendwie, Delta 1. Und na klar könnte man das machen. Vom Risiko her wäre das okay, weil wenn sich diese Option verdoppelt und du musst rausgehen, naja, dann hast du $50 Verlust, 1%, das ist okay, damit kann man leben. Und selbst wenn sich diese Option mal verzweifacht oder verdreifacht oder vervierfacht, ist es nicht so dramatisch wie jetzt in dem Fall. Was ist aber natürlich das Problem bei diesen Deep Out of the Money Optionen? Das Problem ist ganz einfach, die neigen einfach dazu, erstens haben die in der Regel weite Spreads, ne? Das heißt, der Preis zwischen An- und Verkauf, der sogenannte Bid-Ask, ist in der Regel sehr groß, das heißt, du verlierst eine Menge Geld schon mal beim Eingehen dieser Position, weil du die eben in der Regel auch nie genau gefüllt bekommst, weil du musst dir immer vorstellen, wer handelt mit dir, wer gibt dir $50 für eine Option, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ins Geld läuft. Das ist ein Market Maker und der kann das nur machen, indem er die Spreads sehr weit macht. Und zum anderen, wenn dann mal Bewegung reinkommt, neigen solche Optionen dann auch schnell mal dazu, sich zu vervielfachen, also zu verfünffachen, versechsfachen. So, dann hast du auch wieder ein Problem. Und deswegen, die einzige Lösung aus meiner Sicht heraus, wenn du ein kleines Konto hast und du siehst eine spezielle Situation in den Märkten und willst die umsetzen, könnte sein, dass du sagst, du handelst ganz einfach Spreads. Ne? Du handelst also keine nackten Optionen, so wie wir das ja häufig tun, sondern du handelst Spreads. Und ich will dir das ganz kurz zeigen. Und zwar, nehmen wir also an, du hast hier einen Markt und du sagst, Mensch, das ist jetzt eine super Situation, jetzt geht es hier nach oben und deswegen will ich einen Put verkaufen. Und jetzt gehst du halt her, du würdest hier normalerweise den Put verkaufen und würdest $500 bekommen. Jetzt musst du eben hergehen mit einem kleinen Konto und musst sagen, okay, und jetzt mache ich aber eins, jetzt gehe ich nicht irgendwo hier unten hin, wo ich nur 50 bekomme, sondern ich kaufe mir eben noch einen Spread, einen Put dazu, lassen wir den mal $450 kosten, so, und dann habe ich eben unterm Strich auch nur $50 eingenommen und kann das Ganze dann umsetzen. Ihr seht aber natürlich schon, wenn ihr euch ein bisschen für das Thema interessiert, fällt euch das auch gleich auf, was ist hier wieder das Problem? Ihr habt natürlich doppelte Gebühren, ne? Weil ihr müsst für den eine Gebühr bezahlen und für den eine Gebühr. Und wenn das hier passiert, wenn es nach unten geht, dann müsst ihr den natürlich rollen. Und dann ist es natürlich so, dass Spreads, das ist zumindest meine Erfahrung, sind immer etwas schwieriger zu rollen als eine Einzelposition. Weil man eben, man muss zwei Positionen auflösen, zwei neue eingeben. Und gerade im Future-Bereich ist der Spread-Handel nicht so sehr verbreitet. Das heißt also, ihr müsst euch immer überlegen, die Masse der Marktteilnehmer sind nicht unbedingt Privatanleger, sondern institutionelle. Die handeln sehr wenig Spreads. Und deswegen habt ihr zum Beispiel an vielen Börsen wie der CME, könnt ihr gar keine Spreads richtig offiziell an die Börse routen, sondern das macht euer Broker dann für euch, der simuliert die Order, was oftmals dazu führt, dass die Ausführungen etwas schlechter sind oder dass es lange dauert, bis ihr ausgeführt werdet. Das heißt, da müsst ihr eben hergehen, müsst die wieder einzeln machen und das ist ein bisschen aufwendiger. Aber es ist zumindest eine Lösung, die man machen kann in Sondersituationen. Und deswegen Future-Optionen in einem kleinen Konto. Nicht grundsätzlich nein, aber wirklich nur in Ausnahmen. Es muss etwas Besonderes am Markt sein. Also, wenn du eben jetzt sagst, okay, es gab eine riesige Bewegung im Aktienmarkt, naja gut, dann hast du auch ETF oder Indexoptionen, mit denen du das machen kannst. Wenn du aber sagst, es gab eine riesige Bewegung beispielsweise im Erdöl, da gibt es keinen vernünftig handelbaren ETF mehr, weil eben der USO so billig ist, dass du kaum Prämie bekommst. Das heißt, dann kann es schon Sinn machen zu sagen, dann mache ich eben lieber sowas oder eben Gold. Gut, da gibt es auch den GLD. Aber es gibt manchmal Situationen im Aktienmarkt, Entschuldigung, im Futuremarkt, wo sich das lohnt, das Ganze zu machen. Und dann, wenn ihr also in einem kleinen Konto Future-Optionen unbedingt handeln wollt, dann macht Spreads oder sucht euch Futures heraus, die sehr billig sind. Also wir haben das momentan bei den Cranes beispielsweise. Da bekommst du oftmals nur eine Prämie von 50, 60, $70 für eine Delta 10 Option und hast auch bloß eine Margin von $700, $800. Dann kannst du das wieder machen, das lohnt sich dann. Ansonsten die großen, also Crude Oil, Gold, Währungen etc., das lohnt sich eigentlich für ein kleines Konto nicht aufgrund des Risikos. Da ist, wenn du es machst, dann wirklich hier mit Spreads. So, ich hoffe, ihr könnt dieses
diese Idee wieder für euren individuellen Optionsbaukasten nutzen. Und wenn dem so ist, dann bleibt uns hier auf diesem Kanal treu. Schreibt mir eure Fragen, eure Ideen, eure Wünsche hier unten in die Kommentare. Ich lese mir das nach wie vor immer alles durch. Und dann sehen wir uns schon wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg. Passt auf euer Geld auf. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.